Fahr los, Alter. Drück aufs Gas, strapazier die Achsen. Siehst du die Knarre hier? Glaub nicht, ich mach Faxen. Chill dich, mach dich locker, ich fahr schon den ganzen Tag. Ich scheiß mich nicht an, weil du mit Knarre hast, sie die Maske. Ey, mir ist egal, was du glaubst, wer ich bin. Ich mach das hier nur für meine Frau und mein Kind. Alles klar, wo soll's hingehen? Rechts oder links? Wenn ich den Wagen an die Wand setz, werde ich schlecht für dein Kind. Mann, Fax, wie viel in dem Sack ist eine 500.000? Wenn du die Bullen abhängen kannst, wird sich das für dich lohnen. Ein Bündel Patte, die großen Scheine nach außen. Ich könnte die Scheine gebrauchen, ich lass die Reifen rauf. Wir 10.000. Sehr schön, wir sprechen die gleiche Sprache. Wir fahren jetzt in meine Straße und ficken den Streifenwagen. Ja, hau rein, es musste sein, dass ich die Bank klar mache. Es heißt doch, bei Geld fragen geht zur Sparkasse. Scheiße, die Kurve war zu kurz zum Blinken. Runterschalten, den dritten, die Bullen im toten Winkel. Okay, halt den Wagen ruhig, ich häng dich raus und schieße. Hier, ihr Wichser, schöne Grüße. Fluchttaxi fahren ist vor Gericht doch nicht schlimm. Aber ab jetzt ist Heat wie De Niro, ich bin mitten im Film. Scheiß dir nicht ein, freu dich, du darfst dabei sein. Jeder Sender redet über uns, hier hör rein. Heute Morgen hat im Zentrum Berlins ein Mann eine Geschäftsstelle in der Sparkasse überfallen. Der Täter floh nach einem Schusswechsel mit der Polizei in einem Taxi. Etwa einen Dutzend Streifenwagen haben die Verfolgung des Fahrzeugs aufgenommen. Auf der Ware des Taxis ein Komplize des Täters ist, oder ob es sich dabei um eine Entführung handelt, ist zu diesem Zeitpunkt noch unklar. Die erbeutete Summe beläuft sich auf über 450.000 €. Mein Freund, hör mir zu, falls wir das nicht überleben, möchte ich gerne bei dir meine Beichte ablegen. Es lief nie gut in meinem Leben, nur daneben. Und jetzt wollte ich mein Glück in meine eigenen Hände nehmen. Ich wollte nur das Geld nicht der Schalterfrau wehtun. Als sie da so lag, hat sie gezappelt wie ein Rebhuhn. Und auch, dass du hier jetzt mit drin hängst, wollte ich nicht. Wer bist du eigentlich? Erzähl was über dich. Ich bin komplett Frust, mein Leben ist trocken und depp. Mein Leben besteht aus ProSieben, satt ein Wochenendchef. Manchmal hoffe ich auf bessere Zeiten, kotz und lieg besoffen im Bett und guck, wo's Leben für mich die Locken versteckt. Manchmal denk ich mir, schnapp dir die Pack, dann erschieß ich doch gleich. Mein mieses Life ist ne Bitch und null risikoreich. Ich erschieße den Feind, des höchstens auf der Xbox daheim. Schließe mich ein, um mit Weed und Wein in der Krise zu fallen. Ab jetzt bin ich easy und frei und genieße den Weit und mit meinem neuen Homie die Wiesen teilen, genieße Scheine. Kurz gesagt, ich hab Reste satt. Ab jetzt bin ich Lunatic und du mein bester Gast. Von einer Sparkasse in Berlin beteiligten Personen identifiziert. Erste Ermittlungen haben ergeben, dass es sich bei den Flüchtlingen um die Sänger Sido Gold und Oliver Johann handelt.